Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem großartigen Minecraft-Let's Play. Ja, ihr Lieben, viel ist passiert. Gucken wir noch mal nach oben. Wuhu! Ein Schiff ist entstanden über Ostern und, naja, fertig ist es noch nicht, aber wir können es uns ja jetzt schon mal näher anschauen. Ich habe hier mal so einen kleinen Stelzen gebaut zum Hochgehen. Machen wir gleich mal. Hier natürlich stilecht eine Ankerkette. Vielleicht schwimmen wir einfach mal rumherum. Hier haben wir so kleine Applikationen, die das Ganze einfach interessanter aussehen lassen sollen. Ihr seht schon die größte Neuerung. Ich habe das Schiff Ostern einmal komplett umgedreht. Aber ich finde auch von hinten kann es sich sehen lassen. Das Wasser zu beruhigen war eine etwas größere Arbeit, muss ich zugeben. Allerdings hat sich's gelohnt. Ich finde, das Ganze sieht hier schon ziemlich gut aus. Na dann, vielleicht gehen wir mal ab aufs Schiff und schlafen bis morgen. Und dann zeige ich euch mal, was hier noch so alles drauf entstanden ist. Zack. Ja, und was ihr jetzt gerade schon gesehen habt, ist natürlich die Kapitänskajüte. Aber beginnen wir doch vielleicht bei einer einfachen Stelle, nämlich zum Beispiel hier am Oberdeck. Hier kann der Kapitän navigieren und Dinge zusammenschustern. Hier ist das Gerät zum, das Ruder bedienen. Diese Welle aus Holz, die geht quasi durchs ganze Schiff durch. Hier geht sie weiter nach unten und trifft dort quasi irgendwann auf den Mechanismus, der das Ruder bedient. Hier haben wir Fenster, die hier so mit Treppen eingebaut sind. Ich finde, das sieht einfach interessanter aus. Hier hat man quasi so eine kleine Ablage. Hier kann der Captain sein Zeug hinlegen. Wir legen mal, was wir noch so drin haben, im Inventar einfach mal ab. Und, ganz genau, das ist soweit die Kapitänskajüte. Denke ich, sieht ganz hübsch aus. Hier habe ich einfach mal so ein helleres Holzstückchen hingehauen. Daraus ist auch das mittlere Mastsiegelgerät hier. Gut, dann gehen wir mal weiter. Also hier sieht man, wie gesagt, die Ankerkette, die hier runtergeht. Das Eisen gemacht, die kann man dann hier quasi so drehen und aufziehen, wenn man losfahren möchte. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil hier kann man durchrutschen. Wow! Will denn der Zombie da von uns? Na gut, soll egal sein. Und hier kommt man dann in den Bauch des Schiffes. Hier lagern die Piraten all ihren Stuff hier, so schön Truhen, wo man Sachen reinpacken kann. Die sind alle noch leer. Kann man anfangen hier mit dem Spider-Eye, was ja super wertvoll ist. Und, wenn man dann tiefer geht, kommt man zu den Schlafgelegenheiten der Piraten. Hier so Betten übereinander. Hier noch eine weitere Kiste für die Leute. Hier schläft vielleicht der erste Mate, der braucht vielleicht kein Doppelbett. Und hier kommt man dann, tja, wir sind ja hier immerhin bei den Piraten, kommt man dann natürlich in die kleinen Verliese, wo man dann eben, oh, drücke ich jetzt lieber nicht rauf, sonst sind wir wahrscheinlich in der Falle, wo man dann nämlich, eingesperrt werden kann. Und, wenn man quasi gefangen genommen wird von den Piraten, und ich finde, das sieht hier schon alles ziemlich cool aus. Überall habe ich so kleine Zäune rangehauen, die das Ganze so ein bisschen verwinkelter machen sollen. Hier könnten die Piraten natürlich ihre Klamotten aufhängen. Und hier werden wir dann erste Schätze reinpacken. Wenn wir irgendwann mal einen Diamanten zu viel haben oder sowas. Ja, und dann kann man hier natürlich auch hochklettern. Allerdings, ist das immer so eine Sache, hier um die Ecke zu kommen. Jetzt gerade, wo ich die Fahne da oben auch aufgebaut habe. Deshalb einfach mal hier so kurz den Ausblick genießen. Das Segel ist hier natürlich richtig aufgelupft. Ich bin noch am überlegen, ob ich das Segel vielleicht gar nicht quasi gehisst, nicht gehisst, was sagt man denn? Also das Segel hier halt aufgebaut irgendwie gar nicht mache, weil eigentlich würde man das Segel ja wahrscheinlich hier oben zusammenrollen, weil hier drin weht ja eh kein Wind. Allerdings sieht es so einfach schiffiger aus. Und das T auf dem Segel, das gilt natürlich für das Schiff Tastitch, ne? Das ist ja quasi mein Piratenboot, deshalb das T da drauf. BVT wäre einfach ein bisschen viel gewesen. Deshalb einfach nur ein T. Schwarze Wolle geht übrigens super einfach. Tintenfisch killen. Und Wolle. Schön. Ja, und zwar Wolle dann quasi ganz einfach machen mit weißer Wolle und Tintenfisch-Dings. Wir hatten genug Wolle oben drauf im... Ach, wir haben hier noch so einen. Fantastisch. Wir hatten noch genug schwarze Wolle oben bei den Schafen. Die habe ich einfach abgeerntet. Und so hat das dann alles schön funktioniert. Okay. Wupp. Das ist jetzt hier auch gleichmäßig, sehr gut.
Und mir gefällt es ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Ah, verdammt. Na gut, lassen wir den einfach. Dann reißen wir hier doch einfach mal die Segel ab, um das Schiff mal in seiner vollen Schönheit zu erleben. Na toll, das Wasser ist hier wieder unruhig, da muss ich wieder Wassereimer holen. Ah. Naja gut, aber ihr seht, ich finde, es ist ehrlich gesagt ziemlich hübsch geworden. Die Fackel da, obwohl die können wir erstmal dran lassen, obwohl die da natürlich nichts zu suchen haben. Vielleicht schwimmen wir auch mal auf dieser Seite lang. Wie gesagt, hier sind überall so diese Applikationen mit den, mit den Treppen gemacht. Einfach, damit man ein bisschen was zu gucken hat. Hier nochmal so Zäune ran, einfach Deko halt. Oh, hier fehlt sogar ein Zaun. Aha. Na dann. Ach verdammt, wir haben jetzt gerade keinen mehr. Dann reißen wir einfach den anderen Zaun ab, dann ist es wieder gleichmäßig. Hehe. Na, komm her. Der Zaun auf dem Meeresgrund. Sehr schön. Und mir gefällt es ja, wie gesagt, ausnehmend gut. Dann können wir nämlich hier an der Stelle auch beginnen. Ja, hier sind auch Tintenfische. Da hätten wir gar nicht so weit gehen müssen. Dann können wir nämlich an dieser Stelle beginnen mit dem, mit der Piratenburg generell. Aber ich würde das Schiff euch gerne nochmal so ein bisschen zeigen hier, weil ich doch schon ein bisschen stolz drauf bin. Ich habe es, wie gesagt, umgedreht, weil es einfach besser aussah. Quasi nochmal abgerissen und nochmal andersrum aufgebaut. Aber ihr müsst schon zugeben. Oder? Also ich meine, ich weiß ja nicht, aber... Oder nicht? Übrigens, graue Wolle auch ganz einfach. Tintensack und Bone Meal schon ab der graue Farbe. Wenn ihr nochmal Bone Meal reinmischt, wird das zu hellgrauer Farbe. Level 13 sind wir mittlerweile auch. Da könnten wir eigentlich überlegen, ob wir eventuell mal... Ob wir nicht eventuell mal wieder was verzaubern? Ach, wir warten mal bis Level 15. Und hier hatte ich irgendwo schon einen Weg durchgebuddelt, genau, weil ich hier noch einen Gang machen wollte zum Schiff. Allerdings war ich mir dann nicht mehr so ganz sicher, ob das so gut aussieht, wenn wir hier so ein Holzstück rüberziehen. Ah, könnte man schon machen, glaube ich. Dass man zum Schiff kommt. Ich habe es nur mal jetzt ein bisschen weit weggebaut, aber boah, sagt mal was, ey. Das ist doch schon ein Feinschmecker, oder? Da oben natürlich eine Fahne, ganz stilecht. Also ich find's geil. So, die Kohle würde ich gerne drin lassen, einfach weil sie der ganzen Angelegenheit so ein bisschen Charme gibt. So, dann könnten wir erstmal überlegen, ob wir vielleicht das restliche Holz mal verholzen. Zack, 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 zack. Machen wir uns eine neue Crafting Table. Und vielleicht probieren wir es einfach mal. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Sind das, das sind Wooden Slabs. Genau. Zack. Können wir ja mal gucken, wie das wirkt, wenn wir mit Wooden Slabs einen Weg rüberschlagen zum Boot. Ich habe da, wie gesagt, nicht viel ausprobiert. Bin ja immer am Abreißen und Neubauen und allem möglichen Zeugs. Da müsste denn so eine Art Fenster drin sein, was man so aufmachen kann, auf und zu machen kann, so ein Gatter. Ah, jetzt ist natürlich die Leiter im Weg. Allerdings könnten wir natürlich auch, das wäre vielleicht die bessere Idee. Ich reiße es mal nochmal ab. Ah, sehr gut. Weil nämlich ein Problem war, dass wir das überhaupt machen müssen, dass wir nämlich... Na, komm mal raus hier, zack. Dass wir nämlich hier die Leiter nur bis hierhin ziehen können und wir da nicht raufspringen können. Sonst würde ich es nämlich komplett so lassen. Weil hier kommen wir leider nicht ran. Aber es würde natürlich okay sein, wenn wir hier so ein Stück Holzsteg hätten, der dann da irgendwie hochführt in diese Piratenburg. Außerdem müssen wir die Piratenburg ja gar nicht so hoch machen, fällt mir dabei ein. Ich grab hier mal so ein Loch rein. Das kann ja hier schon alles losgehen mit den Piratenfelsen. Das soll ja alles relativ roh rausgeschlagen sein, so stelle ich es mir zumindest vor. So, dann brauchen wir jetzt hier so einen anfänglichen. Zack, 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 zack. Fail. Wupp, ich möchte gerne beide wieder haben. Ah, waren beide.
Gut. Dann machen wir es nämlich so, dass man da vielleicht einfach... Seht ihr hier... Piraten mit... ordentlich Ausdauer, dass man da einfach so ranspringt. Dann müssen wir den Steg ja auch nicht so weit rausziehen. Ja, ich denke, das sieht schon ganz gut aus. Vielleicht ziehen wir noch so ein bisschen nach rechts und links. So, und... So. Und hier ist dann eben... der normale Eingang zu den Piraten. Ja, mal gucken, ob wir das so lassen, vielleicht... Eigentlich würde eine Seite vollkommen reichen. So. Kann man hier ans Boot ranspringen und raufklettern. Machen wir einfach nochmal. Woohoo! Wie so ein richtiger Pirat halt. Man kann dann hier kapitänieren und alles. Aber ich finde dieses Boot so geil. Ey. Ich freue mich voll, dass wir das gebaut haben. Vor allem hier mit der Kette und allem. Ah, ich finde schon, dass es gut geworden ist. So, jetzt überlege ich gerade, wie war denn das mit dem Gatter? Wir können es mal ausprobieren. Ich habe ewig keins gebaut. Brauchte man Fences? Ich glaube schon. So vielleicht oder andersrum. Oh yeah, ich weiß nicht mehr. Jetzt habe ich alles zu Wooden Slabs gemacht, ich Dussel. Naja, müssen wir mal wieder Holz hacken gehen. Tja, das ist natürlich jetzt nicht leicht. So, allerdings machen wir das Gatter einfach zu Hause. Und um neue Nahrung müssen wir uns sowieso kümmern. Nahrung war sowieso immer so ein Problem. Ich habe dann immer einfach was in der Umgebung geschossen. So. Bam, bam, bam. So. Was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Hier irgendwie so einen Raum reinhauen sofort? Ich weiß ja gar nicht. Das ist ja hier schon mal ein ganz schöner Berg, den man hier benutzen könnte, ne? Meine Damen und Herren. Machen wir hier einfach mal so eine kleine Kammer rein. Ich meine, die Frage ist natürlich, wie viel braucht eigentlich so ein Pirat, ne? Als eine neue Spitzhacke braucht ein Pirat. Definitiv. Vielleicht fressen wir mal das letzte Brot und gehen doch mal zurück zur Basisstation, um neues Eisen zu holen und alles. Pennen wir mal hier im Bettchen. Übrigens, diese Bänke hier sind quasi dafür da, wenn Leute hier irgendwie mal ins Gebet gerufen werden. Für, quasi, ja, dass der Kapitän die mal so ein bisschen rannehmen kann. Dafür sind die gedacht. So, raus aus dem Schiff hier. Und ab nach Hause. Oh, da hinten ist Creeper. Haben mich verguckt. Ich werde mich da nicht verguckt haben, oder, Creeper Boy? Wo ist der Explobob? Oh, und dieses Schiff, ey. Uhuhuhu. Gefällt mir schon sehr gut. So. Wo ist der Creeper hin? Wir könnten hier mal hochschwimmen. Wir haben hier so quasi so einen Gratis-Fahrstuhl. Gratis-Fahrstuhl. Das muss so komisch aussehen von unten, wenn man hier einfach so einen Wasserfall hochschwimmt. Ist schon eher hoch, ne? Müsst ihr zugeben. Ah, die Schafe sind alle wieder nachgewachsen. Sehr schön. Und hier kommt unser Wasser raus. Aber diesen Fahrstuhl, den möchte ich nicht missen. Schade, dass wir jetzt kein Schafe erntendes Scherenintrument dabei haben. Ach ja, ihr Lieben, und es steht uns natürlich noch eine Riesenaufgabe bevor. Oh nein. Aua. Kann man hier rein? Ich denke, man kann da reinhüpfen. Und steht noch eine Riesenaufgabe bevor. Boah. Und zwar haben wir unser Boot in einen, ja, wie soll ich sagen, in eine Art Teich gebaut. Das sieht zwar aus wie eine ziemlich große Verbindung zu irgendeinem Meer, allerdings ist es keine. Ja, also hier ist zwar ein großer See. Allerdings hat es keine Verbindung irgendwie zu dem Fluss zum Beispiel, der ja zum Beispiel durch die Wüste da geht, wo wir unsere Pyramide haben. Deshalb vielleicht machen wir hier erstmal so ein bisschen Erkundung der Lage, wie das eigentlich aussieht. Ob man hier irgendwo vielleicht einen künstlichen Fluss schlagen kann, dass unser Boot eventuell die Chance...
dieser Map Generator eventuell die Chance hat, dass es überhaupt irgendwie hierher hätte kommen können. Es könnte ja sein, dass das Wasser hier zum Beispiel Verbindung hat zu woanders hin. Überprüfen wir das einfach mal. Da hinten ist Lava, wie geil. Und dann können wir hier, obwohl, das werden wir auf jeden Fall mal auseinanderschlagen da. Können wir auch eine Brücke rüberbauen. Aber hiermit könnten wir den Einflussbereich unseres Boots auf jeden Fall vergrößern. Er wäre natürlich noch nicht wahnsinnig groß. Schade, dass der Fluss nicht direkte Verbindung hat zu diesem Gewässer. Ich glaube, da wird noch einiges an Buddelarbeit auf uns zukommen und vor allem einiges an Wasserflutarbeit. Ich hasse ja diese Wasserflutarbeit, weil die Wasserphysik von Minecraft ist wirklich anstrengend. So. Zack, zack. Und wie kommt man jetzt hier weiter? Doof gelaufen. Haben wir eine Erde dabei? Haben wir. Fantastisch. So. Schade, das Wasser geht auch nicht viel weiter. So, und hier beginnt auch schon wieder unsere Schneeinsel. Vielleicht sollten wir mal den Fluss ablaufen, den die Mühle da eigentlich hat. Dass das Wasser vereist ist, ist ja erstmal egal. Es ist ja quasi... Na gut, die Piraten können halt vielleicht im Winter nicht weg. Ach, man sollte sich das, glaube ich, auch nicht zu ernst nehmen. Ich meine, warum sollte man direkte Verbindung zu einem Meer haben? Muss ja nicht unbedingt sein. Allerdings kann ich mir schon vorstellen, mein Perfektionismus wird mich dazu antreiben, noch einen Kanal anzulegen. Eieiei. So, mal schauen, wie das hier eigentlich so verbunden ist. Hier ist wohl die Höhle, wo wir mal reingegangen sind, gerade ganz zu Anfang. Da, dieser Fluss da, den meine ich. Den sieht da oben auf Ray's Minimap schon. So. Dieser hier. Warum hat der eigentlich keine Verbindung zu dem anderen Gewässer? Wo läuft der überhaupt hin? Der läuft in diesen Sumpf. Ach. Ist das ein Sumpf oder ist das ein Meer? Oh, das ist schon ein ziemlich großes Gewässer. Das sieht schon ziemlich groß aus. Warum verbindet... Ach, das ist nur hier so ein bisschen. Schaut mal. So viel wäre das gar nicht, das hier wegzuschippen. Also ich gucke jetzt gerade nur auf die Minimap. Das ist halt dieser Sumpf, den wir entfernen müssten. Komplett. Hier haben wir übrigens auch von einem Baum die schönen hellen Holzer her. Das wäre natürlich eine Sache, die könnte man machen. Oh, hier ist Lehm. Die könnte man machen. Die wäre natürlich super anstrengend, zugegeben. Aber, ich meine, was tut man nicht alles für eine realistische Welt, nicht wahr? So. Ich nehme den Lehm mal mit, weil ich Lehm ziemlich toll finde. Allerdings ist natürlich die Frage, ob wir uns die Arbeit wirklich machen wollen. Das wird natürlich unsere Unbreakable Shovel wahrscheinlich uns nicht verzeihen. Danach hätten wir aber auch genug Erde, Sand und alles Mögliche. Ihr könnt das ja mal abstimmen in den Kommentaren, ob wir hier einen Weg bauen wollen. Der muss ja gar nicht quasi... Das kann ja auch nur so eine kleine Schneise sein durch den Sumpf. Dass wir wenigstens Verbund von Wasser haben, wo unser Schiff die Möglichkeit hätte durchzukommen. Das war quasi so eine Art Geheimfluss, wenn man so will, bauen, dass unser Schiff quasi, unsere Kapitäne, unsere Piraten kannten den Weg, mit dem sie quasi, also der Sumpf hat quasi eine Rinne, wo man mit solchen Schiffen durch kann und deshalb sind unsere Piraten hier ja auch so gut versteckt. Ne? Könnt ihr ja mal sagen, was ihr davon halten würdet. Ich würde das im Zweifel dann so halb-halb bauen, vielleicht Hälfte onscreen, Hälfte offscreen. Aber das klingt zumindest nach einer Arbeit, die bestimmt wieder mal länger in Anspruch nehmen wird. Und das möchte ich euch ja eigentlich nicht unbedingt antun. Aber ich glaube fast, das dauert nicht allzu lang hier, das bisschen Wasser hier quasi durchzuschlagen. Bis da oben hin. Naja, es ist nicht allzu lange. Wird schon seine 2-3 Stunden dauern. Aber dann haben wir wenigstens eine Verbindung hier zu diesem größeren Gewässer,
was durchaus auch ein Meer sein könnte, keine Ahnung. Auf jeden Fall führt dieser Fluss dort, den wir jetzt quasi, wenn ihr auf Race Minimap da oben guckt, ich kann ja mal ranzoomen, hoho, herausgefunden, wie man zoomt. Seht mal, doch, das ist schon ein ziemlich großes Becken. Wäre natürlich cool, wenn wir hier eine Verbindung schlagen würden. Müsst ihr mal zugeben. Könnt ihr ja mal schreiben in die Kommentare, ob wir das machen sollen. Ich glaube, ich würde es gerne machen. So, dann jetzt ab zurück zum... Haben wir noch was zu essen? Nee, gar nichts mehr. Dann mal ab zurück zur Mühle. Jetzt mal wieder ein bisschen Weizen ernten.